So, hallo. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr niedrig aufgelöste Fotos, wie zum Beispiel das hier, in hochqualitative, höher aufgelöste Fotos umwandeln könnt. Ihr seht, das neue Foto hat deutlich mehr Details als das alte. Okay, legen wir los. Das Ganze funktioniert mit der Software Waifu2x Extension GUI. Ein Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos. Das sieht dann so aus und ihr scrollt dann runter und hier auf der rechten Seite klickt ihr auf Releases und dort klickt ihr dann eins der beiden an, speichert das Programm und entpackt es anschließend und dann könnt ihr das Programm mit einem Klick auf die Datei öffnen. Das Programm sieht dann so aus, geht hier auf Home. Und in diesem Bereich könnt ihr dann eure Bilder oder euer Bild reinziehen. Und wenn ihr das erste Mal das Programm startet, dann klickt hier auf Compatibility Test und führt hier den Compatibility Test aus. Dann erkennt das Programm, was euer Computer kann und setzt die Einstellungen entsprechend an. Die Meldung, die anschließend erscheint, dort müsst ihr dann auf Ja drücken oder beziehungsweise auf Yes. Gut. Dann fangen wir mal an. Bei Home, hier könnt ihr das Bild reinziehen, das mache ich jetzt ganz kurz. Hier ist das Bild und jetzt müssen wir ein paar Einstellungen vornehmen. Hier unten können wir angeben, wie stark das Bild vergrößert werden soll. Das Bild im Beispiel habe ich 4-mal vergrößert. Dann müssen wir noch hier auf Engine Settings gehen und hier muss bei Image Real SRNCNN Vulkan dran stehen. Und dann gehen wir hier hin zu Real SRNCNN Vulkan und müssen aufpassen, dass hier dieses Modell ausgewählt ist. Den Rest können wir auch so lassen. Dann gehen wir hier zurück auf Home. Falls ihr das vergrößerte Bild in einen extra Ordner einspeichern wollt, könnt ihr hier auf Enable klicken und euren Ordner auswählen oder wenn ihr hier nichts auswählt, dann wird das vergrößerte Bild in denselben Ordner gespeichert wie das alte Bild. Gut, das war's dann schon. Und dann können wir jetzt auf Start klicken. Das dauert vor allem beim ersten Mal ein bisschen länger. Okay, das war's. Hier auf OK klicken. Und jetzt können wir den Ordner reinschauen und die Grafik ist jetzt hier. So als Vergleich jetzt noch mal kurz die zwei Bilder nebeneinander gestellt. Das war das originale Bild. Da können wir jetzt kurz mal hier ein bisschen reinzoomen. Und das ist das neue Bild. Zum Beispiel sieht man jetzt hier unten deutlich mehr Stühle. Und der Rest ist auch relativ stark verbessert worden. Natürlich ist das Programm nicht perfekt. Zum Beispiel Schriftzüge, die vorher kaum lesbar waren, werden dadurch auch nicht unbedingt lesbarer. Insgesamt sind die Ergebnisse schon ziemlich gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mich würde es freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mir ein Like dalassen würdet. Wenn ihr euch ein spezielles Tutorial wünscht, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ciao, ciao.